Guten Abend. Heute hat erstmals der Chef der Wiener Energie zur Schieflage seines Unternehmens Stellung bezogen. Er spricht von einem Tsunami, der sein Unternehmen überrollt habe. Risiko abgebaut habe man aber nicht. Im Studio ist der Chef der Aufsichtsbehörde E-Control, Wolfgang Urbancic. Rechtsauslegerin, die Postfaschistin Giorgia Meloni, hat gute Chancen, die nächste italienische Regierungschefin zu werden. Dazu live eine Analyse mit Politikwissenschaftler Nino Galletti in Rom. Und 4 Tote gab es bei einem Unfall eines Schlepperfahrzeuges kurz vor der österreichischen Grenze. Es waren große Geschäfte, die die Wien Energie an den internationalen Energiebörsen eingegangen ist. Mittlerweile ist klar, dass der Energieversorger der Bundeshauptstadt schon sehr früh die Risiken seiner Investments nicht mehr alleine stemmen konnte. Die Probleme beginnen nicht erst vor kurzem, Ende August, sondern schon letztes Jahr, als die Mutter, die Wiener Stadtwerke, 100 Millionen Euro an Sicherheiten in das Unternehmen nachschießen muss. Schon Ende 2021, vor dem Beginn des Ukraine-Krieges, steigen die Strompreise nämlich beträchtlich. Im Laufe des heurigen Jahres müssen die Stadtwerke weiter nachschießen. Wie viel genau, will man nicht sagen, aber die kolportierten 4x500 Millionen Euro seien in etwa die richtige Größenordnung. Am 15. Juli, der Strompreis an den Börsen steigt wieder weiter, übersteigt der Bedarf an Sicherheiten auch die Möglichkeiten der Stadtwerke. Nun muss die Stadt Wien einspringen. 700 Millionen Euro muss sie nachschießen. Ende August kommt dann die völlige Eskalation beim Preis, aber auch bei den Sicherheiten des Energiebetreibers. Die Stadt Wien schießt weitere 700 Millionen zu und der Bund gestern 2 Milliarden. Wie konnte die Wien Energie so ein hohes Risiko aufbauen und warum hat man nie versucht, es zu reduzieren? Eine Spurensuche von Peter Babutzki und Patrick Ruska. Es ist eine Suche nach Erklärungen. Seit Tagen rätseln viele, warum die Wien Energie ihre Handelsstrategie nicht geändert hat. Der Konzern kauft und verkauft Strom und Gas hauptsächlich über die Börse, wo bei steigenden Preisen Geld als Kaution hinterlegt werden muss. Letzten Freitag sind die Strompreise und damit die Kautionen so in die Höhe geschossen, dass die Wien Energie plötzlich vor einem Milliardenloch gestanden ist. Ein Tsunami habe das Unternehmen überrollt, sagt der Vorstand heute, der aber auch einräumt, dass das Geld seit Monaten knapper wurde. Wir haben natürlich gesehen, dass also sich die Liquiditätssituation zuspitzt. Es gibt periodische Aufsichtsratssitzungen natürlich, da wird das immer berichtet. Wir haben dann als Vorsorgemaßnahme im Juli eben sozusagen gesehen, bei diesen Schwierigkeiten mit der Nord Stream, dass der Finanzbedarf steigen könnte. Aber wie gesagt, dass dieser Tsunami uns hier überrollt am letzten Freitag, das war für uns nicht vorhersehbar. Und auch im Nachhinein sieht der Wien-Energie-Chef keinen Strategiefehler. Die anderen Möglichkeiten, abseits der Börse mit Strom und Gas zu handeln, seien noch riskanter. Also alle anderen Strategien, die vielleicht etwas cashschonender gewesen wären, wie zum Beispiel ein Handel zwischen Börsenpartnern, also OTC oder auch am Spotmarkt, da hätten wir zwar weniger liquide Mittel benötigt, wären aber ein enorm hohes Risiko eingegangen und das wollten wir nicht. Stattdessen hat der Konzern die öffentliche Hand um Geld gebeten, zunächst die Stadt Wien Mitte Juli. Bürgermeister Ludwig hat 2x 700 Millionen Euro Notvergaben an die Wien Energie bewilligt, dies aber nicht der Öffentlichkeit oder dem Gemeinderat gemeldet. In der Stadtverfassung ist geregelt, dass der Bürgermeister die Notvergaben unverzüglich dem Gemeinderat zur nachträglichen Genehmigung vorzulegen hat. Das Rathaus interpretiert unverzüglich sehr weit. Es reiche bei der nächsten regulären Sitzung im September, den Gemeinderat damit zu befassen, heißt es. Daran hat der Verfassungsjurist aber seine Zweifel. In der Rechtssprache bedeutet unverzüglich sofort, also ohne jeglichen unnötigen Verzug. Es geht hier um insgesamt eine Ausgabe von 1,4 Milliarden Euro. Das ist eine gewaltige Belastung für das Budget. Und hier das demokratisch gewählte Gremium, nämlich den Gemeinderat, zu befassen innerhalb kürzester Zeit, ist aus meiner Sicht auch eine demokratiepolitische Frage. Daher würde ich sagen, dieser Zeitraum ist doch etwas zu lang. Der Koalitionspartner der SPÖ wurde im Juli von Bürgermeister Ludwig informiert.
Wie hat der NEOS-Vizebürgermeister darauf reagiert? Ich habe das natürlich hinterfragt. Wir haben leider bis heute keine ordentlichen Antworten auch von Wien Energie bekommen. Zeigt auch hier das Missmanagement und die Missinformation von Wien Energie, wenn selbst ich als Vizebürgermeister von Wien hier so schlecht informiert bin. Aber wieso sind Sie dann damit nicht an die Öffentlichkeit gegangen, um für Transparenz zu sorgen? Mein Weg in der Koalition, auch aus meiner Regierungsverantwortung, ist nicht, wenn es eine Notkompetenz des Bürgermeisters gibt, das gleich der Öffentlichkeit zu erzählen, sondern intern nachzufragen. Das haben wir gemacht. Dass die Wien Energie das Geld wirklich braucht, hat der Vizebürgermeister dann erst über die ZIP2 erfahren. Die Suche nach Erklärungen ist wohl auch heute noch nicht beendet. Wir hätten heute natürlich gerne mit einem Vertreter der Stadt Wien gesprochen, Bürgermeister Michael Ludwig, ein Vertreter der Wien Energie oder Vizebürgermeister Christoph Fiedergeher haben wir eingeladen. Sie alle haben aber unsere Einladung ins Studio abgelehnt. Ich freue mich aber, den Chef der Regulierungsbehörde, Wolfgang Urbanschitsch, begrüßen zu dürfen. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Thür. Herr Dr. Urbanschitsch, die Wien Energie spricht heute von einem Zitat Tsunami, aber ein Tsunami kommt ja meist sehr plötzlich und unerwartet. Hier wusste man aber offenbar schon seit langem über Probleme Bescheid und musste immer wieder Kredite nachschießen. Halten Sie das für glaubwürdig, was die Wien Energie da heute sagt? Also offensichtlich war es überraschend, dass von Freitag auf Montag noch entsprechende Nachdotierungen notwendig waren, und zwar in diesem Ausmaß notwendig waren. Ich denke, das wird Gegenstand der Aufklärung sein, und ich halte es für sehr wichtig, dass in dieser Vereinbarung zwischen dem Bund und auch dem Land Wien man sich dazu bekannt hat, volle Aufklärung zu liefern. Man muss jetzt die Details kennenlernen und einmal schauen, wie konnte es denn überhaupt so weit kommen. Jetzt hat die Wien Energie heute auch gesagt, sie habe über viele Monate ihr Risiko nicht reduziert. Können Sie das nachvollziehen? Also wenn man solche Geschäfte eingeht und wenn Entwicklungen stattfinden, wie wir sie gesehen haben, nämlich insbesondere bereits im vergangenen Jahr und auch nach dem 24. Februar, dass die Preise massiv gestiegen sind, so wäre doch zu erwarten, dass man seine Geschäfte entsprechend anpasst. Zumindest haben wir das bei anderen Marktteilnehmern gesehen. Wir haben eine Umfrage gemacht und ich denke, es wäre wichtig, das Risiko zu minimieren. Auf der anderen Seite natürlich auch die Kreditlinien zu erweitern. Ich denke, das ist geschehen, aber eben auch das wird Gegenstand der Aufklärung sein. Aber das heißt, es wäre möglich gewesen für die Wien Energie im letzten halben Jahr, ihr Risiko zu minimieren. Das hielten Sie für möglich und auch vernünftig? Jedenfalls für andere Unternehmen war es möglich. Eine Möglichkeit besteht darin, dass man sich zumindest teilweise vom Börsehandel zurückzieht. Und wenn man das tut, dann fallen diese massiven Nachdotierungen weg. Und damit setzt man sich einem Risiko, jedenfalls in diesem Ausmaß, nicht aus. Jetzt ist ja bemerkenswert, Sie sagen, nicht nur andere Landesversorger in Österreich hätten keine Liquiditätsprobleme gehabt. Dann in diesen Tagen auch andere vergleichbare Stadtbetriebe im deutschsprachigen Raum, etwa München, haben keinerlei Zuschüsse an diesem Wochenende gebraucht, an dem die Strompreise so explodiert sind. Warum hatte nur Wien an diesem einen Wochenende diese Probleme? Das hängt von den einzelnen Geschäften ab. Es ist tatsächlich so, dass gerade an diesem Freitag der Preis ganz massiv gestiegen ist. Und ein Problem ist zusätzlich eingetreten. Es ist der Gaspreis nicht im selben Ausmaß gestiegen wie der Strompreis. Und die Wien Energie hat den Strom verkauft. Und das ist das Problem, dass sie aus diesem Titel heraus diese Geschäfte absichern musste. Wir haben eine Umfrage gemacht unter den größeren österreichischen Energieunternehmen und wir haben die Information bekommen, dass derzeit kein Liquiditätsproblem besteht. Und wir haben aber auch nachgefragt, wie es denn um die Liquidität dieser Unternehmen bestehen würde, wenn die Preise steigen, massiv steigen, bis zu 50% steigen in verschiedensten Konstellationen. Und wir haben die Information von den Unternehmen bekommen, dass sie keine Liquiditätsprobleme haben. Im Darlehensvertrag zwischen Bund und Stadt Wien steht ja, dass die Insolvenz der Wien Energie gedroht hat. Und wenn das passiert wäre, hätte in Österreich, Zitat, die Versorgung mit Energie nicht mehr sichergestellt werden können. Heißt das, Österreich wäre an diesem Wochenende vor einem Blackout gestanden, wäre der Bund nicht eingesprungen? In dem Fall ist es so, dass wenn tatsächlich diese Sicherheitsleistungen nicht hätten erbracht werden können, dass dann die Wien Energie aus der Börse ausgeschlossen worden wäre. Das hätte zur Folge gehabt, dass es dann tatsächlich zu Problemen mit der Versorgung kommt und die Insolvenz wäre nicht auszuschließen gewesen.
In dem Fall hätte man wohl in einer Übernachtaktion versucht, eine Gesellschaft zu gründen oder aber zumindest andere Gesellschaften zu finden, die die Versorgung der Kundinnen und Kunden von Wien übernehmen. Aber Faktum ist, dass das wirklich ein Schreckensszenario gewesen wäre, wo wir alle froh sind, dass es dazu nicht kommen musste. Das schlittert ein wichtiges Versorgungsunternehmen in Österreich über viele Monate in so eine so schwere Liquiditätskrise, eine Insolvenz stand im Raum. Wenn nicht staatliche Stellen wie die Stadt Wien zweimal und der Bund einmal Kredite geben. Und die Regulierungsbehörde, die E-Control, von der Sie Vorstand sind, wusste bis zum Wochenende nichts davon. Wie kann das passieren? Wir haben tatsächlich erst am Wochenende Informationen über diese Liquiditätsprobleme erhalten. Was ist unsere Aufgabe als Regulierungsbehörde? Wir verfügen zwar über Daten, und zwar über Handelsdaten, das sind Millionen Informationen über Handelstransaktionen, aber die dienen einem Zweck, nämlich dass wir unserem Auftrag nachkommen, dass die Großhandelsmärkte gut funktionieren. Das heißt, dass keine Marktmanipulationen stattfinden, dass zum Beispiel kein Insider-Trading stattfindet, also jemand mit Informationen, die er nur selbst hat, noch Handelsgeschäfte macht und dadurch einen Vorteil hat. Was wir nicht haben, ist die andere Seite der Information, nämlich die Information über die Liquidität der Unternehmen. Wir haben dazu auch keinen gesetzlichen Auftrag. Aber die Frage kann man sich natürlich schon stellen, soll es Kompetenzen geben, sei es für die E-Control oder für andere Behörden, damit man in Zukunft solche Situationen vermeidet? Aber haben Sie auf dieses Problem aufmerksam gemacht? Denn die FMA kann sehr wohl zum Beispiel bei dem Eigenkapital der Banken reinschauen, die kann sehr gut kontrollieren, ob es bei den Banken ein ganz großes finanzielles Risiko gibt, das dann auf das ganze System übergreifen könnte. Haben Sie in den vergangenen Jahren öffentlich oder intern eingemahnt, dass Ihnen da offenbar eine wesentliche Kompetenz fehlt, die Sie bräuchten, um die Sicherheit, die Versorgungssicherheit im Land sicherzustellen? Also bis dato hat sich diese Frage tatsächlich in der Praxis nie gestellt. Es ist auch in den vergangenen Wochen, wurde nie an uns herangetreten von Seiten der Energieunternehmen, dass es in diesem konkreten Fall zu Liquiditätsproblemen kommen würde. Allerdings ist natürlich schon die Frage, was kann man denn tun präventiv? Ich finde zunächst einmal volle Aufklärung in diesem einen Fall, damit man einmal die Risikokonstellationen erkennen kann. Und das Zweite, wie ich meine, das wäre ein Stresstest. Ich glaube, so wie im Bankenbereich sollte ein Stresstest stattfinden für die maßgeblichen Unternehmen. Das ist natürlich jetzt nicht sofort umsetzbar mit einer gesetzlichen Grundlage. Das ist relativ kompliziert im Bankenbereich aufgesetzt, auch mit europäischen Vorgaben. Aber es ist den Unternehmen nicht verwehrt und es wäre gerade jetzt sehr günstig, solche Stresstests zu machen und dann die Ergebnisse darüber zu veröffentlichen. Nur ganz kurz zum Schluss noch, der Strompreis ist mittlerweile ja verfallen. Man weiß nicht, wie es weitergeht, aber jetzt wird auch diskutiert möglicherweise über einen Strompreisdeckel in Europa. Das soll auch der Hintergrund sein für diesen Strompreisverfall. Wenn dieser Strompreisdeckel dann nicht kommt, heißt das, dass der Strompreis in Europa recht bald wieder steigen könnte? Also der Strompreis ist verfallen, aber leider nur in Relation zu dem Preis, den wir vor einigen Tagen hatten, aber er ist wieder massiv gesunken. Es ist nicht auszuschließen, dass er wieder steigt. Das hängt im Übrigen am Gas, aber auch zum Beispiel an Atomkraftwerken in Frankreich, die derzeit nicht im Laufen begriffen sind. Ich halte die Diskussion, die jetzt geführt wird am Energieministerrat am 9. September, für extrem wichtig. Denn ich meine, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, dass man versucht, die Preisbildung im Strommarktmodell zu ändern. Wir wirken dabei auch mit und informieren und beraten auch das Energieministerium dazu. Und ich bin zuversichtlich, dass es hier zu einer Lösung kommen wird, die tatsächlich preisdämpfend wirken wird. Sagt E-Control-Chef Wolfgang Urbanschitsch in einem Interview, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Am 25. September, zeitgleich mit Tirol, wählt Italien ein neues Parlament. Alle Umfragen zeigen derzeit das Rechtsbündnis klar in Führung. Die Sozialdemokraten liegen als Einzelpartei zwar in etwa dort, wo die Rechtsaußenpartei Fratelli d'Italia liegt, aber Italiens Wahlrecht bevorzugt jene, die als Bündnis antreten, was die Rechte tut. Das gegnerische Lager ist zersplittert, die Sozialdemokraten haben kein breites Bündnis geschafft. Motor der Rechten ist die Parteichefin von Fratelli d'Italia, die Postfaschistin Giorgia Meloni. Cornelia Vospernik war bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pescara dabei. Bereit für den Machtwechsel. Eine erst vor 10 Jahren gegründete Partei ist die laut Umfragen stärkste Partei im Land. Fratelli d'Italia liegt bei 25%.
Aber könnte es sein, dass einfach nur wieder Sehnsucht nach etwas Neuem herrscht, wie zuletzt bei der Fünf-Sterne-Bewegung? Der Italiener hängt das Fähnchen immer nach dem Wind. Einmal passt ihm die Fünf-Sterne-Bewegung, dann die linke, dann die rechte. Das ist Italiens Problem. Giorgia Meloni sei anders, sagen ihre Fans. Eine, die hart arbeitet und eine konsequente Linie habe. Die ließe sich auch mit Italien zuerst zusammenfassen. Sie sagt, was der Platz hören will. Ich sage, was ich denke, weil ich glaube, dass die Menschen die Dinge verstehen, wenn man sie erklärt. Ein gerechter Staat stellt nicht Menschen, die arbeiten können und die, die es nicht können, auf dieselbe Stufe der Unterstützung. Gemeint ist das bedingungslose Grundeinkommen, das die Rechte wieder abschaffen will. Von Nicht-EU-Ausländern, die ein Geschäft eröffnen, soll es eine Steuerkaution geben. Und überhaupt sollen weniger Ausländer kommen. Ich glaube, dass die Dinge in Italien anders werden. Ich bin sicher, dass es mit ihr anders wird. Giorgia Meloni und ihre Partei waren immer konsequent und ihren Idealen treu. Das wollen die Italiener. Sie kümmert sich um uns. Ich bin richtig gerührt. Giorgia Meloni ist knapp einen Monat vor der Wahl die klare Favoritin, aber in der Tasche hat sie den Sieg noch lange nicht. Zum einen muss der Staatspräsident den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Zum anderen kann sie sich nicht sicher sein, wie zuverlässig ihre Bündnispartner wirklich sind. Vor allem Matteo Salvini. Der Chef der Lega gibt die Hoffnung nicht auf, stärker zu werden als die Frau, die die Brüder anführt. Wir gehen jetzt live nach Rom zum Politikwissenschaftler Nino Galletti, dem Leiter des dortigen Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung. Einen schönen guten Abend. Guten Abend aus Rom. Herr Dr. Galletti, warum hat 100 Jahre nach der Machtergreifung des faschistischen Diktators Benito Mussolini eine Partei, die historisch eine direkte Linie mit ihm verbindet, eine Chance auf das Amt des Premierministers in Italien? Gut, zum einen sind die Fratelli ja nicht mehr die alte faschistische Partei. Sie haben sich verändert. Man spricht nicht ohne Grund von einer postfaschistischen Partei. Da sind andere Strömungen dazugekommen. Zum anderen haben die Fratelli in den vergangenen 5 Jahren klar Oppositionspolitik gemacht. Das ist die einzige Partei im Parlament, die 5 Jahre lang Gelegenheit hatte, gegen die Regierung zu sein und das zu argumentieren auch. Außerdem hat Giorgia Meloni den klaren Willen, sie ist gut vorbereitet und das sieht man jetzt auch im Wahlkampf. Der Wahlkampf findet ja 6 Monate früher statt als ursprünglich erwartet, aber der Wahlkampf der Fratelli ist rund und Giorgia Meloni tritt überzeugend auf. Die Fratelli d'Italia waren ja nicht Teil des Bündnisses von Mario Draghi, konnten da eben Opposition machen. Mario Draghi hat ja Italien wieder fest in der Europäischen Union verankert. Was würde das denn für Italiens Position bedeuten, wenn es so kommt, wie es zur Stunde viele erwarten und Giorgia Meloni tatsächlich in die Regierung kommt? Also wie wir eben im Beitrag gehört haben, ist das noch nicht ausgemacht. Aber sollte Giorgia Meloni wirklich Premierministerin werden, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder gibt sie sich sehr pragmatisch, davon gehen einige Analysten aus, oder aber sie ist etwas kritischer und wird eine Linie fahren, wie zum Beispiel die polnische Regierung oder die ungarische Regierung, sodass man immer ein bisschen kritisch gegenüber Brüssel ist. Wie es am Ende kommen wird, bleibt abzuwarten. Als einzige in ihrem Wahlbündnis betont Meloni ja ihre Solidarität mit der Ukraine, ist kein dezidierter großer Putin-Freund. Was würde das denn bedeuten für dieses Rechtsbündnis und dann auch die Position Italiens im Ukraine-Konflikt? Also Giorgia Meloni wird ja auf keinen Fall alleine regieren. Ihre Partei kommt auf 25%. Sie ist in einem Bündnis mit Matteo Salvini von der Lega, mit Silvio Berlusconi von Forza Italia. Und gerade diese beiden gelten ja als Putin-nah, als Putin-Freunde. Beide sind gegen die Sanktionen. Ob sich Giorgia Meloni da gegen diese beiden Partner durchsetzen kann, bleibt auch abzuwarten. Klar ist, sie hat sich positioniert eng am Bündnis, eng an der NATO, eng an der Europäischen Union und sie tritt auch klar für die Sanktionen ein.
Auf der anderen Seite gibt es die Sozialdemokraten, die liegen zwar in den Umfragen als Einzelpartei in etwa dort, wo auch die Fratelli d'Italia liegen, haben aber kein eigenes, wirkliches, schlagkräftiges Wahlbündnis zustande gebracht. Hat man sich da einfach verhoben? Ja, also der Vorsitzende Enrico Letta, der ja selber auch schon mal Premierminister war, hat etwas glücklos agiert. Er wollte zunächst ein Bündnis schmieden, was weit in die Mitte ausgreift. Das ist ihm nicht gelungen. Jetzt hat er ein Bündnis mit den Grünen und der Linkspartei, beides Parteien, die sehr klein sind, jeweils auf rund 2% kommen werden. Ob ihm das wirklich helfen wird, ist eine große Frage. Also die Sozialdemokraten, die Mitte-Links-Partei, Partito Democratico, liegt gegenwärtig bei 23-24%. Es müsste schon einiges geschehen, dass die wieder an die Macht kommen. Jetzt ist nicht mal mehr ein Monat Wahlkampf. Was müsste denn noch passieren, dass das Rechtsbündnis noch zu stoppen wäre? Kann dieses Rechtsbündnis noch über sich selbst stolpern oder sehen Sie da reale Gefahren, tatsächlich noch auf dieses Rechtsbündnis zu kommen? Da kann noch sehr viel passieren. Der Wahlkampf hat ja gerade erst begonnen. Sie müssen sich vorstellen, also Mitte Juli kam ja erst der Sturz der Regierung Draghi, bis dann klar war, dass es also Neuwahlen gibt, sind die Leute alle in Urlaub gefahren. August ist ja der Urlaubsmonat in Italien. Die Leute kommen jetzt gerade erst wieder und es verbleiben jetzt noch 3-4 Wochen, wo man jede Menge Wahlkampf machen kann. Und jeden Tag, die italienische Politik ist ja ohnehin sehr aufgeregt, jeden Tag wird es etwas Neues geben. Und dann schauen wir mal, was auf internationaler Ebene noch passiert. Stichwort Gaspreis, Stichwort Inflation, Stichwort Ukraine. Aufgeregt waren die Regierungen auch in der Vergangenheit in Italien. Es gab weit mehr als 60 Regierungen, 30 Ministerpräsidenten. Wer auch immer da gewählt wird, wer auch immer diese Wahl ausgeht, wie lange wird denn die künftige italienische Regierung halten? Muss man damit rechnen, dass die nach 2 Jahren ohnehin wieder abgewählt wird? Also seit Einführung der Republik gab es 67 Regierungen, das sind jetzt 76 Jahre. Das heißt, durchschnittliche Dauer einer Regierung liegt bei 13 bis 14 Monaten. Und das prägt die politische Kultur in Italien. Das ist hochspannend zu sehen. So nach einem Jahr werden hier also die Beobachter und die Politiker selbst unruhig und fragen sich, wie lange geht das denn eigentlich noch und wann wird die Regierung abgelöst. Das ist anders in Österreich, das ist anders in Deutschland. Und hier in Italien ist es eben so, dass die Regierungen nie lange halten. Es gibt auch keine Koalitionsverträge, wo man zu Beginn einer Regierungszeit festhalten würde, welches Programm haben wir eigentlich, wie verteilen wir die Ministerien, sondern das passiert hier sehr viel spontaner, wie so vieles in Italien sehr viel spontaner verläuft. Die Italiener sind gut im Improvisieren. Auch die Halbwertszeit der Regierungen in Österreich hat sich zuletzt deutlich verkürzt. Herr Galletti, vielen Dank für diese Analyse und alles Gute nach Rom. Nur wenige Kilometer vor der österreichischen Grenze bei einem Unfall mit einem Schlepperfahrzeug sind heute Nachmittag mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen. 8 weitere wurden verletzt. Das Fahrzeug soll völlig überladen gewesen sein. Immer wieder kommt es zu solchen tödlichen Verkehrsunfällen mit Schlepperfahrzeugen. Andrea Candiola-Kimmel berichtet. In diesem Pkw befinden sich zum Zeitpunkt des Unfalls 12 Menschen. Wenige Kilometer vor der burgenländischen Grenze in der westungarischen Stadt Kopovar stürzt das Auto von einer Brücke in den Fluss. Ersten Informationen zufolge war der Lenker des Pkw ein Schlepper. Im Fahrzeug waren illegale Migranten. Der Lenker wollte sie nach Österreich bringen. Der Fahrer und 3 Insassen kommen ums Leben. 8 weitere müssen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Woher die Menschen kommen, darüber kann die Polizei keine Angaben machen. Der Pkw hat ein bulgarisches Kennzeichen. Bereits Mitte August hat ein mutmaßlicher Schlepper auf der A6 der Nordostautobahn bei Kitzsee einen schweren Unfall mit 3 Toten und 17 Verletzten verursacht. Angesichts einer Polizeikontrolle am Grenzübergang Kitzsee bekommt er Panik, versucht zu entkommen und verliert dabei die Kontrolle über das Fahrzeug. 2 Männer aus Ägypten und Syrien und eine türkische Frau kommen an der Unfallstelle ums Leben, noch bevor die Rettung eintrifft. Die beiden Söhne der Türkin, 7 und 10 Jahre alt, und ihr Mann befinden sich ebenfalls im Fahrzeug und überleben. Der mutmaßliche Schlepper, ein 30-jähriger Russe, ist in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen mehrfacher fahrlässiger Tötung ermittelt. Wir blicken jetzt noch auf weitere Meldungen des Tages im Überblick. Auch der Schuhfabrikant Heinrich Staudinger hat nach eigenen Angaben 6.000 Unterstützungserklärungen gesammelt und darf damit bei der kommenden Hofburgwahl antreten. Damit gibt es einen Kandidatenrekord. Stand jetzt werden 7 Männer auf dem Stimmzettel der Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober stehen.
Das Expertenteam der Internationalen Atomenergiebehörde hat mit der Überprüfung des Kernkraftwerks Saporischschja begonnen. Sie werden die Reaktoren auf Schäden untersuchen und das Sicherheitsrisiko einschätzen. Das AKW steht seit Kriegsbeginn unter Beschuss. Auch heute wurde die Ankunft der Experten durch Angriffe verzögert. Der Vorstand des russischen Ölkonzerns Lukoil ist nach einem Fenstersturz gestorben. Während die örtliche Polizei von einem Suizid ausgeht, glauben langjährige Weggefährten nicht an die Theorie der Ermittler. Seit Jahresbeginn sind mehrere Manager russischer Energiekonzerne tot aufgefunden worden. Die Vereinten Nationen prangern schwere Menschenrechtsverletzungen gegen die muslimische Minderheit der Uiguren in China an. Es gebe glaubhafte Berichte über Folter, Vergewaltigungen und Zwangsinternierungen. China weist die Vorwürfe vehement zurück. Seit heute ist die neue Blutspendeverordnung in Kraft. Damit dürfen auch homosexuelle und bisexuelle Männer sowie transidente Personen Blut spenden. Bisher wurden sie ausgeschlossen, weil ihnen ein erhöhtes Risiko zugeschrieben wurde, etwa für HIV. Jetzt wird vor der Blutabnahme risikorelevantes Verhalten abgefragt. Damit müssen wir uns schon an dieser Stelle von allen verabschieden, die über Dreisat mit dabei waren. Alles Liebe aus Wien. Und wir blicken jetzt noch schnell auf die Wetteraussichten für die kommenden Tage. Überwiegend sonnig geht's morgen weiter. Sämtliche Nebelfelder lösen sich am Vormittag auf. In der Früh ist es ziemlich kühl. Tagsüber gibt's 18 bis 24 Grad. Am Wochenende kommen zur Sonne auch Quellwolken sowie ein paar Regenschauer oder Gewitter. Aber die Temperaturen steigen im Großteil Österreichs wieder auf sommerliche Werte. Und zu Wochenbeginn dürfte es sogar noch etwas wärmer werden. Laut aktuellem 15-Tage-Trend sind in manchen Regionen knapp 30 Grad möglich. Hier auf ORF 2 geht es jetzt weiter mit ECO und Dieter Bornemann. Auch bei uns geht es um den Energiemarkt und wie sicher unsere Stromversorgung überhaupt noch ist. Wir erklären die Hintergründe des möglichen Milliardendebakels der Wien Energie. Dann berichten wir, was aus der geplanten Abschöpfung der Milliardengewinne anderer Energiekonzerne geworden ist. Und wir zeigen, warum der Klimawandel dafür sorgt, dass der Strompreis für uns alle weiter ansteigen wird. Ein energiereiches Echo also jetzt gleich nach der ZIP 2. Bei Christiane Wasserteurer in der ZIP Nacht ist heute der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier zum immer dichter werdenden Kandidatenfeld bei der Bundespräsidentschaftswahl zu Gast um 23.41 Uhr in ORF 1. Soweit der Tag. Die Zeit im Bild 2 verabschiedet sich. Noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.